Sehr liebe Angie, ich erlaube mir auch hier als Videoantwort zu antworten, weil es einfacher ist. Und bitte alles, was ich jetzt sage, meine ich nicht persönlich, kann ich ja auch nicht, ich kenne sie nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir anderen Menschen durch unseren Austausch helfen. Und ich finde, ihr Beitrag passt, um ein Thema anzureden. Sie schreiben, Sie haben also Zahnarztangst und Sie gehen immer nur dann zum Zahnarzt, wenn es also drängt, wenn es schmerzt und dass da ein Zahn zu Tode behandelt wurde und so weiter und so weiter. Ich sage Ihnen, wie ich das häufig erlebe und was da häufig passiert und vielleicht wird Ihnen einiges bekannt vorkommen, aber wie gesagt, nicht um Sie persönlich zu verletzen, sondern vielleicht um das Verhalten generell zu ändern. Viele Menschen versuchen, in dem Fall jetzt, wir reden bei den Zähnen, zu sparen. Das heißt, der Zahnarzt sagt vielleicht, du mach da eine gescheite Füllung, ein Goldinlay, ein Keramikinlay. Man macht dann aber die günstige Amalgamfüllung. Geht lange nicht zum Zahnarzt, erst wenn die Amalgamfüllung verfault ist, dann muss eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Der Zahnarzt sagt vielleicht, du, es gibt zwei Arten von Wurzelbehandlungen, die von einem Endodontologen oder die halt, die Pflichtversicherungen tragen. Der Patient spart wieder und nimmt die von der Pflichtversicherung, die dann natürlich nicht so gründlich sein kann, wie vom Endodontologen. Es kommt wieder zu Komplikationen, es kommt zu Entzündungen. Die Wurzelbehandlung wird vielleicht wiederholt oder es wird eine Wurzelspitzenresektion gemacht. Und auch da wird wieder gespart. Vielleicht wird man auch nicht aufgeklärt. Vielleicht kommt es auch zu Arztfehlern. Das alles ist möglich und meistens sind es so Kombinationen, die da passieren. Im Endeffekt wurde an diesem Zahn sehr lange und sehr häufig herumgepopelt. Das führte dazu, dass der Knochen aufgrund der vielen Entzündungen vernarbte. Es bildete sich so eine Art Marmorknochen. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er schlechter durchblutet ist, dass dadurch, dass weniger Blut hinkommt, auch weniger Wundheilung stattfindet. Und all das führte dann dazu, dass es bei der Extraktion, also beim Zahnziehen, zu einer Wundheilungsstörung kam. Vielleicht kam bei der Extraktion auch noch ein Arztfehler hinzu, sprich, es wurde mit unsterilen Instrumenten gearbeitet. Aber all das zusammen führte dazu, dass Sie jetzt eine Wundinfektion haben, eine Wundheilungsstörung haben, Schmerzen haben und wieder todunglücklich sind. Und Ihre Leitspirale dreht sich weiter. Sie suchen jetzt den Schuldigen beim Arzt, bei Dingen, die Sie eigentlich nicht ändern können. Was Sie ändern können, ist nur sich selber. Das bedeutet, beginnen sich zu überlegen, wie viel sind mir die Zähne wert, was will ich dafür ausgeben. Beginnen Behandlungen zu machen, die, wenn sie gut gemacht sind, Jahrzehnte halten können. Jetzt haben Sie das Problem, Sie sind willig, gute Behandlungen machen zu lassen, Sie möchten Geld investieren und laufen noch immer Gefahr, beschissen zu werden. Ich habe in einem vorigen Beitrag darüber ein wenig geredet. Auch da können Sie nur so Abhilfe schaffen, indem Sie sich selber informieren, weil in einem System, wo Krankheit zum Geschäft gemacht wurde, können Sie nicht erwarten, dass Sie also gesund werden können. Aber dank des Internets können Sie sich mittlerweile sehr viel informieren. Sie können also die passende Füllung, die gute Wurzelbehandlung, Sie können da wirklich wählen. Und dann lassen Sie sich das einmal gut sanieren. Ändern Ihr Putzverhalten, auch da gibt es viele Videos. Es hat also einen Grund, wieso wir unsere Füllungen alle da hinten haben und nicht hier vorne. Und all das zusammen beendet Ihre Leitspirale. Und was haben Sie dann im Endeffekt verändert? Sie haben ja nur sich selber verändert, Ihren Zugang. Sie haben andere Ärzte aufgesucht, andere Ärzte ausgewählt. Sie haben Verantwortung, Geld in die Hand genommen und so weiter. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man nur mit gesunden Zähnen glücklich werden kann. Die halbe Menschheit hat keine Zähne im Mund, also Inder, Afrikaner und, alle haben keine Zähne und sind glücklich. Die Menschen, die wunderschöne Zähne haben, Hollywood-Stars und, die wirken häufig sehr, sehr unglücklich und erleben alle möglichen Dramen, die wir dann in der Boulevardpresse ausbreiten und breit treten. Das heißt, Sie sehen, man sollte diesen Mikrokosmos Zähne nicht so wichtig nehmen. Ja, wir leben alle im Mikrokosmen und ich sage immer wieder, wenn ein Patient zu mir kommt und er sagt, du, was ist denn die beste Zahnfüllung für mich? Dann sage ich, du, wie soll ich dir das beantworten? Ja, arbeitest du in einem Bergwerk
und musst fürs Keramik-Inlay ein halbes Jahr länger sparen, na, dann ist das Keramik-Inlay schlecht für dich. Dann nimm dir das Geld und fahr lieber mit deinen Enkeln auf Urlaub und entspann deine Lunge, deinen Körper von dieser schweren Arbeit. Bist du jemand, der sich überlegt, das neue Handy oder die neue Handtasche, na, dann investier in ein Keramik-Inlay und informier dich eben vorher, wie es gemacht gehört, weil auch da wird eben viel Humbug gepfuscht betrieben, so wie überall. Ja, das ist ja nicht nur bei Ärzten, das ist in der Automobilbranche, im Autoservice, das ist im Bauwesen, überall im Rechtssystem, wo es nicht um Recht geht, überall erleben wir ja Pfusch. Und ändern können wir das nur, wenn wir uns selber informieren, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was esse ich eigentlich, ist es noch gesund, was ich esse, was bekomme ich da für eine Medizin, was bekomme ich da für eine Zahnsanierung. Und Sie sehen, worauf ich hinaus will. Das System, in dem sie sich befinden, ist sehr verworren und es ist schwierig, einen Schuldigen zu suchen, weil wo beginnt man jetzt? Beginnt man bei ihren Eltern, die sie nicht gut aufgeklärt haben, die ihnen einen schlechten Zugang zur Mundhygiene, die ihnen vielleicht nicht gut ihre Zähne bis zum 10. Lebensjahr geputzt haben und so dann mit der Leitspirale hat das Ganze begonnen? Oder setzen wir an bei deren ihrer Eltern, die wahrscheinlich noch eine viel schlechtere Versorgung bekommen haben oder eben bei dem Arzt, der vielleicht hin und wieder schlecht aufgeklärt hat, nicht optimal gearbeitet hat. Es ist so ein Konglomerat an Geschehnissen, die man eigentlich gar nicht entwirren kann und über die es sich auch nicht wirklich lohnt, viel nachzudenken, denn das Einzige, was Sie wirklich auflösen können und verändern können, sind Sie selbst. Und machen Sie sich einmal klar, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Energie Sie in Ihre Zähne stecken wollen, können. Überlegen Sie sich dann, wohin Sie hinwollen mit Ihren Zähnen. Ist Ästhetik wichtig, Komfort wichtig, was ist mir wichtig? Und dann beginnen Sie eben eine gründliche Sanierung, damit Sie sowas nicht wieder durchmachen. Was in Ihrem persönlichen Fall jetzt das Beste ist, kann ich ohne Röntgenbild nicht sagen. Sie können mir aber gern ein Röntgen schicken und dann kann ich mir das Ganze anschauen. Jetzt haben Sie wahrscheinlich eine normale Wundheilungsstörung, weil dort eben dieser Knochen schon so vernarbt ist. Und ich würde halt, eventuell muss man die Wunde noch einmal anfrischen, vielleicht muss man sie decken mit einem Schleimhautlappen oder hier mit diesem Wangenfettpfropflappen, je nachdem. Da würde ich einfach zu einem Chirurgen schauen und mir die Wunde einmal ansehen lassen. Vielleicht sogar nicht zu einem, sondern vielleicht zu ein paar Kollegen, sich Meinungen einholen, schriftlich einholen. Lassen Sie sich nicht ablenken. Durch Lächeln, durch liebes Zureden, durch eine glänzende Ordi oder durch Feng Shui und was weiß ich was, so wie wir uns ablenken lassen beim Pillar, Merkur und Co., durch Bauernhöfe und lachende Gesichter und die Realität ist eine andere, bleiben Sie aufmerksam und Sie werden merken, dass Sie so die Leitspirale, Zahnleitspirale durchbrechen werden. Alles Gute!